Grüß euch vom Team Gerecht Innsbruck. Heute sind wir in Pradl. Es geht wieder mal um die Hundesteuer. Da haben wir die Wirtin, die Juniorwirtin der Tiroler Weinstube, die im Übrigen auch zur Information auf unserer Liste vom Gerecht Innsbruck bei der Gemeinderatswahl antreten wird. Und die erzählt uns einiges, was ihr jetzt einfällt zu dieser Hundesteuer. Hallo, grüß euch. Da bin ich mit meiner Sheila. Die hat nicht einmal 3 Kilo. Und ich zahle 125 Euro Hundesteuer. Und ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich die zahle. Weil wir haben nicht ausreichend Sackerlen, Mullkübel und etc. Und jetzt frage ich mich, warum muss ich so viel Geld zahlen? Genau so ist es. Die Hundesteuer, danke fürs Warten, die Hundesteuer ist nicht zweckgebunden. Das heißt, die zahlen einen Haufen Geld, 125 Euro für einen Hund und haben eigentlich gar nichts davon, die Hundebesitzer. Aus diesem Grund haben wir jetzt einen Antrag eingebracht, einen dringenden. Bitte Hundebesitzer, passt alle auf, dass die Hundesteuer umbenannt wird, also der wird abgeschafft wie einen Hundehalterbeitrag, weil der Beitrag ist zweckgebunden. Das heißt, dass man zukünftig, wenn dieser Antrag im kommenden Gemeinderat angenommen wird, also alle Fraktionen sind angehalten, da mitzugehen, zukünftig, haltet euch fest, 500.000 Euro im Jahr, was die Hundebesitzer zahlen, das ist zukünftig zweckgewidmet den Hundehaltern, den Hunden zugutekommt, dass wir wieder nette Hundewiesen haben, wo es was gibt zum Trinken fürs Herrele oder fürs Frauele und auch für den Hund, dass wir mehrere Sackeln ausstellen, mehrere Mischkübel, weil bis jetzt war es so, dass 500.000 Euro für Fahrradbügel, 6. Fahrradbügel, liebe Hundebesitzer, das habt ihr alles erst zahlt und das soll sich jetzt ändern. Wir sind guter Hoffnung und wenn wir das durchbringen, dann ist ein weiterer Schritt gesetzt einer bürgernahen Politik und vor allem, dass die Hundebesitzer wissen, für was sie so einen Haufen Geld zahlen, weil es letztendlich ihnen zugutekommt. Vielen Dank, Lisa, dass du uns da geholfen hast. In diesem Sinne macht es gut aus Pradl. Sehr frostig heute. Servus Innsbruck. Hoch Tirol.